Mein Name ist Tayo Adler, komme ursprünglich aus Oldenburg, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, mit dem Diplom abgeschlossen und lebe seit 2006 hier in Hamburg. Ich komme ursprünglich aus dem Facility Management, habe da Erfahrung gesammelt nach meinem Studium und habe dann praktisch durch einen Zufall einen Weg in die erneuerbare Welt gefunden und habe beide Welten kennengelernt. Das startete damals mit dem Photovoltaik-Business. Und die Grundidee war schon immer, dass wir gesagt haben, wie verbinde ich eigentlich die Immobilienbranche mit den Erneuerbaren? Das war so die Idee, die einen nicht losgelassen hat und mich nicht losgelassen hat als Gründer von Adler Smart Solutions. Und so gesehen haben wir dieses Leistungsportfolio aufgebaut, wo wir gesagt haben, okay, oben auf den Dächern oder Freifläche Strom erzeugen durch Photovoltaik, in das Gebäude entsprechend verbringen und da letztendlich gleich nutzen oder ins Netz einspeisen für Elektro-Charging, hier für Elektrofahrzeuge oder eben auch unter Hinzunahme eines Speichers. Wir sind ja mittendrin in weiteren großen Installationen, die Kapazitäten, die noch aufgewertet müssen, sind noch bis 2030, sind immens, gerade hier in Deutschland, um da noch mehr Photovoltaikstrom zu erzeugen. Also wir sind da noch längst nicht am Ende, sondern wir sind mittendrin in großen Ausbauzielen. Ja, mittlerweile bin ich ja nicht mehr alleiniger Gesellschafter, sondern wir haben gesagt, wie können wir das Wachstum weiter gestalten, wie können wir auch anorganisch wachsen. Haben letztes Jahr entsprechend uns am Markt umgeschaut und haben mit Emmeram einen sehr, sehr guten Wachstumsinvestor gefunden, sodass wir jetzt auch entsprechend hier in Deutschland starten, weitere Zukäufe machen, um eben den B2B-Champion, also für die B2B-Welt, entsprechend zu kreieren, um dann letztendlich so schlagkräftig zu sein, um da die Lösung entsprechend auf die Straße zu bringen. Wir versuchen natürlich, den Nachwuchs hier in unsere Welt, in unsere Unternehmung zu bringen, kombinieren das mit Seniorität und schaffen da eine sehr, sehr gute Mischung entsprechend von Teams und Mitarbeitern, um schlagkräftig zu sein. Wir verstehen die Immobilienwelt, wir verstehen aber auch die erneuerbare Welt. Wir haben sehr lange an einem umfassenden Leistungsspektrum gearbeitet, das immer wieder verfeinert, um die Themen Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Speicher eben zusammenzubringen. Und wenn man entsprechend seine Liegenschaften auf Freiflächen hat, können wir von A bis Z entsprechend alles machen. Das heißt, wir können sagen, wie groß muss die Anlage eigentlich sein, wie wirtschaftlich ist das eigentlich, wie ist der Einstieg in Ladeinfrastruktur, was brauche ich dafür, was ist unnütz, wie kann man das berechnen, lohnt sich ein Speicher. Das alles können wir entsprechend beantworten, den Kunden mitnehmen, das Projekt entwickeln, das Projekt managen, das entsprechend umzusetzen und nachher auch zu beservicen. Da die Freiflächen insbesondere, ja 2007, 2008 ja schon ja auch installiert worden sind und der technologische Fortschritt hat ja auch da Einzug gehalten. Das heißt, wir haben jetzt im Fokus die Flächen, die 2010, 2011, 2012 gebaut sind und die zu repowern, haben wir jetzt gerade Pilotprojekte gemacht, kombinieren das auch im Bedarfsfall mit Speicher und wir kriegen da das 2- bis 5-fache an Leistung raus auf der gleichen Fläche. Wir haben im Bereich Gewerbeimmobilien eben Neubauprojekte, die wir mit Photovoltaik versehen in Kombination mit Ladeinfrastruktur, wo wir große Portfolios bedienen, das schwerpunktmäßig in Deutschland und zukünftig auch in angrenzenden Ländern.